Auf geht's! Moin Leute, neue Runde, neues Glück und wir fahren mal wieder diesen Russen-Kübel. Ja, KV1. Schauen wir doch mal, wie Imba, der in dieser Runde ist, so als Top-Tier. Im Gegnerteam 2 KV, eine kleine Arti. Und wir haben die M37. Ein bisschen Tier 5 und einiges an Tier 4. Na, das müsste doch wunderbar mit dem hier klappen. Das lange Rohr ist drauf. Sozusagen die Sniperkanone. Und ich habe das Fernglas mit drauf genommen. Der Panzer ist ja nur wirklich ein Blindfisch, was das angeht. Also wie man den ohne fahren kann, weiß ich gar nicht. Es sei denn, man ist in der Stadt oder nur im Nahkampf, dann macht das vielleicht Sinn. Aber dann brauche ich auch keine Sniperkanone draufnehmen. Kann ich so eine dicke HE-Kanone nehmen oder ähnliches. Aber ich agiere lieber aus dem Hintergrund. So, komme ich oben den Berg hoch, es sieht gut aus. So. Mein Gott, die sind ja alle tot, bevor ich hier irgendwas mache. So, campen wir da erstmal hier rum. Das ist wieder alles weg, toll. So. Wie sieht's aus? Hier drüben, da ploppt einer 20 auf. Der Norden ist jetzt nicht so weit verteidigt, dementsprechend bleibe ich hier so ein bisschen in der Nähe, um in beide Richtungen noch zu reagieren. Einmal in den Süden und einmal in den Norden. Da ich eine lahme Kiste bin, fahre ich ungern in den Süden oder in den Norden. Das lieber ein bisschen offen halten. Oh Mann. Na genau, ist die nicht wirklich. Und das ist schon die beste Kanone, glaube ich. Was die Entfernung angeht. So, der Norden sieht jetzt so ein bisschen offen aus, aber das kriegen wir ganz gut hin. Ich habe ja da einen dicken Panzer. Da, oh, 20. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh. Das war natürlich gewollt. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, jetzt drücken sie von zwei Seiten gleichzeitig. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Norden stehen würde oder nur im Süden, dann hätte ich schon das Problem, dass eine Seite auf jeden Fall überrollt wird, ohne dass ich da was machen kann. Und da bin ich mal lieber so ein Camper-Noob und hänge mit einem Heavy in der Mitte. Und das ist wirklich nur so eine winzige Lücke da. Ja, das sah so aus. Gut, da brauche ich nicht weiter reinschießen. Wir haben sie. Wenigstens ein oder zwei Leute sollten hier den Überblick behalten. Und nicht sinnlos vor und... Ja, Stern. Fahren. 5 zu 5. Na, Panzer 38. Wir haben sie übel erwischt. Boah, das war immer ein schöner Kopfschuss. Und noch einer geht. Mein Gott. Na, na. Wir haben sie. Mal schön geklaut, den Kill. So, KV, der ist am wichtigsten. Der ging glatt durch. Ja, wir haben auch sehr schönen Durchschlag mit der Kanone hier. Na, einer noch? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Mein Gott, triff doch mal dahin, wo ich will. Abpraller! Wir waren noch zu hoch. Wir haben sie übel erwischt. Und einer geht noch. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Gut, dann haben wir den ersten Dicken schon mal weggemacht. Der nächste Lemming, der über die Brücke kommt. Wir haben sie böse erwischt. Ja genau, die 5 Leben. Die jetzt auch noch sterben können. So, und das Nummer 2, sehr schön, perfekt hier. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Ja, seht ihr das unter dem Turm, da kann man ganz gut reinschießen. Volltreffer. Wenn die Kanone denn noch da mit ihrer Zufallsberechnung mal hintritt. Der ging glatt durch. Da, einer noch. Mein Gott. 10 zu 9, ja, das... reißen wir doch hier. Ich an der vorteilhaften Position. Wie gesagt, jetzt kann so ein Fernglas ganz gut helfen, wenn die da ankommen. Ein kleiner Scout im Norden, der hält die Brücke da so ein bisschen bedeckt und ich bin hier für den Süden zuständig. Plus die Mitte. Jetzt müssen sie bloß noch kommen. Oh, da ploppt schon was auf. 300 Leben, das ist ja auch kein Problem.
Gott, kriegen wir das da oben? Nicht mit der Treffergenauigkeit hier. Ah, ja. Ich bin zu sehr die deutschen Fahrzeuge gewöhnt. Ah, jetzt aber hier. Oh, genau derselbe Weg. Wir haben sie voll erwischt. Der hier will nochmal schnell einen Easy Kill machen beim Panzer 30. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das habe ich erfolgreich. Oh, oh. Zwei Panzer, das ist nicht gut. Ich werde daneben geschossen. Erfolgreich verhindert. So, jetzt hier AT. Das ist natürlich ein schwieriger Halunke hier, der kaum zu durchschlagen ist, außer man weiß ein bisschen 1-2 Mini. Schwachstellen, was macht der hier? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ja, das ist nett von dir, dann kann ich mich mehr um den kümmern. Da die Luke da oben bietet sich sehr an. Wirkungstreffer. Macht natürlich vorher Sinn, den ein bisschen zu kümmern. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Gerade in der Position kann er da nicht viel machen. Ach, ihr seid herrlich. Oh, jetzt haben wir noch eine Art, ja, na dann. Au. 15 Damage. Die kloppt mich noch tot. Ich hau mal lieber ab. Ich glaube, so viele Granaten hat die gar nicht, um mich kaputt zu machen. So, aber mit der Reichweite, wo würden die stehen? Tja, am Ufer vielleicht schon. Ich weiß es gar nicht. Ich bin nie Su 26 gefahren. Beziehungsweise eine russische Arti. Na, der will sie nicht killen, der will lieber überleben. Dann fahre ich mal ein bisschen durch die Gegend. Zur Not kann man Richtung Cap fahren. Boah, voll der Speed hier. Geil. Ach, herrje, die kommen mir sogar noch entgegen. Arme Sau. Ja, schieß mich da nochmal an. Wir haben sie! Und dann nicht getroffen. Na gut. Ja, das war ja doch eine schöne, einfache Runde. Okay, ein paar XP abgesahnt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.